Wann wir schreiten Seite an Seite, das sozialdemokratische Lied wird wieder kollektiv vorgetragen und nur zur Gitarre. Und ich freue mich, dass jemand bei mir ist, ja, der in den vergangenen 13 Monaten so viel erlebt hat, wie manche in 6 Jahren als Parteivorsitzender, möglicherweise nicht. Wobei SPD-Vorsitzender ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Martin Schulz, schön, dass Sie da sind. Vor ungefähr 13 Monaten haben wir unser erstes Interview gemacht bei einem Parteitag. Wie war das heute für Sie, als Sie da vorhin am Pult waren? Naja, die Politik kennt Höhen und Tiefen, klar, man muss sich auch darauf einstellen, wenn man in die Politik geht. Ich war darauf eingestellt, ich habe diesen Hype nie so richtig, getraut. Das stimmt sogar, ich kann mich gut erinnern an unser erstes Gespräch, wo Sie gesagt haben, abends ins Tagebuch eingetragen, irgendwie gib acht, bleib auf dem Teppich, nimm das nicht so wichtig irgendwie, aber trotzdem, das ist doch krass, was Sie da hinter sich haben. Klar, es gibt Höhenflüge und Abstürze und heute habe ich klar gemacht, dass ich da bin, ich habe mein Mandat im Deutschen Bundestag, das nehme ich wahr und ich werde der Partei helfen dabei, dass das, was wir in harten Verhandlungen, in den Koalitionsverhandlungen da erstritten haben, dass das auch umgesetzt wird. Wie war das heute für Sie, vielleicht auch noch mal abschließend zu diesem Thema, jetzt hier bei diesem Parteitag dabei zu sein, auch aus einer ganz anderen Warte dann natürlich und auch im Hinblick auf das, was da jetzt tatsächlich 13 Monate hinter Ihnen liegt? Na, ich hatte ja schon die letzten Wochen ein bisschen Zeit, Distanz zu bekommen. Insofern war das nicht so schwierig. Ich wünsche vor allen Dingen Andrea Nahles, dass sie die volle Loyalität der Parteiführung bekommt. Denn ein Vorsitzender, der sich mehr mit seiner eigenen Partei befassen muss als mit dem politischen Gegner, hat es schwer. Sie haben in Ihrer Rede eben auch gesagt, der Parteitag muss Andrea Nahles den Rücken stärken. Sind diese 66,35%, ist das Rückenstärkung genug? Naja, wir haben seit langer Zeit zum ersten Mal eine Kampfkandidatur. Ich finde, das ist das, was zurzeit ja auch bei der Mitgliederabstimmung sichtbar war. 2 Drittel, 1 Drittel. Aber ich traue Andrea Nahles zu, dieses skeptische Drittel, das für Simone Lange gestimmt hat, doch auch zu gewinnen. Ich glaube, dazu hat sie die Kraft und auch die Ausdauer. Wie muss sie das machen, damit das so gelingen kann, wie Sie es ihr zutrauen? Indem sie inhaltlich nicht indifferent bleibt, sondern eine klare Linie hat, für die Mehrheiten wirbt. Und das nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Tricks, sondern mit der Kraft des Arguments. Und ich finde, da ist Andrea Nahles ganz gut unterwegs. Die Indifferenz liegt ja möglicherweise weniger bei Andrea Nahles als in der Partei. Wie wollen Sie da zu klareren Positionen kommen in den nächsten Monaten? Ich glaube, wir haben einen klaren Auftrag, der sich aus dem Koalitionsvertrag ergibt. Man muss noch mal daran erinnern, dass das Mitgliedervotum gerade ein paar Wochen her ist. Das war am 4. März, also 6 Wochen. Und dieser Koalitionsvertrag ist zu 70-80% sozialdemokratische Politik. Das war ein großer Erfolg, was wir da herausverhandelt haben. Das jetzt umzusetzen, das muss die Regierung leisten. Und das in der Partei zu kommunizieren, das muss Andrea Nahles leisten. Aber schon wird gebremst seitens der Union. Sie haben es angesprochen, gerade in der Europapolitik. Wir haben es die letzten Tage sehr deutlich und sehr klar auch gehört. Trotz eines neuen Vorstoßes vom französischen Präsidenten Macron muss Ihnen da nicht Angst und Bange werden um das, was Sie in den Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird? Da gibt es keine Diskussionen drüber. Das habe ich gerade noch mal klar gemacht. Ich war sehr dankbar, dass Olaf Scholz und Andrea Nahles das heute klar gemacht haben. Dass die konservativen Kräfte in CDU und CSU mit diesem Kapitel nicht einverstanden waren, das konnte man spüren, aber das ist zwischen Angela Merkel, Horst Seehofer von mir vereinbart worden und das wird umgesetzt. Und wenn die dann, gut, aber es ist ja nicht das einzige Feld, wo es möglicherweise schwierig werden könnte. Das Thema Familiennachzug für nachrangig schutzbedürftige Flüchtlinge hier in Deutschland. Da gibt es einen Gesetzentwurf, der gut noch im Entwurfszustand ist, irgendwie, aber der offenbar nicht im Sinne der, offenkundig nicht im Sinne der SPD ist, wo die Union aber beispielsweise sagt, nö, das entspricht genau dem Koalitionsvertrag. Wir haben uns da gar nichts vorwerfen zu lassen. Waren Sie da in einigen Punkten in den Koalitionsverhandlungen nicht präzise genug in den Formulierungen? Ja, ganz im Gegenteil. Das ist ja aber kaum etwas mehr verhandelt worden als darüber. Und die Frage der Härtefallklausel, die Frage des Familiennachzugs, die Kontingentierung auf 12.000 pro Jahr, das war ja hoch umstritten. Wir haben das ziemlich präzise festgelegt. Und wenn die Union glaubt, da drunter gehen zu können, irrt sie sich. Das wird nicht der Fall sein. Aber wie können solche Debatten entstehen dann darüber, wenn Sie sagen, es ist präzise festgelegt? Wieso kommen dann unterschiedliche Vorstellungen auch in Gesetzentwurf, wo Sie sagen, nee, so geht das nicht? Naja, Sie müssen bedenken, wir haben bayerischen Landtagswahlkampf. Da versucht jetzt die CSU da ein bisschen hantiert zu machen. Aber das wird am Ende auf die Gesetzgebung des Deutschen Bundestages nicht einwirken. Wo steht die SPD in gut 1,5 Jahren? Weil der Erneuerungsprozess, der jetzt anfängt, soll Ende 19 weitestgehend, sagen wir mal, vorangetrieben sein, wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Wo steht die SPD dann nächstes Jahr? Ich glaube, dass Thorsten Schäfer-Gümbel eine gute Chance hat, in Hessen die Wahl zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir auch ein gutes Ergebnis in Bayern erzielen werden, dass mit den beiden Landtagswahlen die SPD ein Stück weiterkommt,
Dann haben wir die Europawahl. Bei der Europawahl wird es um eine Richtungsentscheidung für Europa gehen. Und ich glaube, das ist schon in den Koalitionsverhandlungen klar geworden. Ohne eine starke SPD wird es keinen Wechsel in Europa geben. Deshalb werden wir bei der Europawahl auch dafür sorgen, dass das genau sichtbar wird. Und dann werden wir mal schauen. Wir auch. Vielen Dank, Martin Schulz, dass Sie noch mal bei uns gewesen sind heute. Wir werden weiter im Gespräch bleiben, gerade wenn es um Europapolitik geht, bin ich ganz sicher. Wir machen es diesmal andersrum als beim letzten Mal. Da sind die Journalistenkollegen gewichen, als wir dann unser Gespräch da hatten. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt darf ich bei Ihnen noch mal bedanken und ich freue mich auf, danke Ihnen.